Abenteuer Pen and Paper. Die Heldenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in meinem Einsteigerformat Wie geht Pen and Paper? Ich bin der Dan, dein Reiseführer in das Hobby Pen and Paper von www.dans-abenteuerwelt.de. Dein Anlaufpunkt für handverlesene Pen and Paper Rollenspiel, Abenteuersysteme für Battle Maps. Da gibt's gratis Spielmaterial in meinem Blog in Form von Zufallstabellen und von Szenarioideen und so weiter. Also reinschauen lohnt sich immer. Da findest du auch meinen Podcast, mein YouTube-Feed, Instagram. Alles ist auf dieser Seite www.dans-abenteuerwelt.de. Also schau mal rein. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Und auch der Newsletter lohnt sich. Ja. Da gibt es immer die heißen Informationen, was jetzt neu ist auf meiner Homepage. Dann musst du nicht immer von dir aus draufklicken. Ist vielleicht auch ein kleiner Service. Gut, also melde dich mal an. Unbedingt. Heute mit dabei. Nein, noch nicht. Ich bin zu schnell. Jetzt geht es nämlich um Folgendes. Das hier ist Grad 2. Ja. Vor der ersten Sitzung als Spieler, also noch keine Spielleiter-Tipps in dem Sinn, ja, als Spieler. Folge 24 insgesamt in meiner Serie. Und das ist das Thema digitale Tools. Ja, da gibt es eine Menge Zeug. Ihr werdet sicher noch eine Menge Sachen kennen. Und durch dieses Video aber auch erst darauf aufmerksam werden, dass es ein Video über diese digitalen Tools gibt. Welche ihr benutzt und warum ihr die geil findet, schreibt auf jeden Fall mit in die Kommentare und dann können andere Leute auch nachlesen, was ihr so benutzt und ihr kommt vielleicht auf eine coole Idee. Also, ne, alles in die Kommentare packen. Heute sind da Beiträge dabei von Notorious Kai, also aus den Zuschauerrängen, Notorious Kai 805, und Simon Lukas haben einen Beitrag dazu geleistet zu den Tools. Die meisten anderen haben geschrieben, also haben schon etliche kommentiert, aber die haben eher geschrieben, ah, wir benutzen nicht so viele Tools und ich bin mir da nicht so sicher, was ich da nutzen kann. Oder ich bin mal gespannt, was bei der Folge rauskommt. Ich auch, denn wie gesagt, es gibt eine Menge. Kommen wir jetzt zum ersten Step. Also es gibt verschiedene Tools. Nur mal grob, um das zusammenzufassen, die euch in dieser Folge auch erwarten. Es gibt Audio-Tools, Würfel-Tools, es gibt Charaktergeneratoren oder so Charaktermanagement-Systeme und es gibt VTTs, virtuelle Spieltische, so Online-Plattformen, um zu spielen. Wichtig ist da, dass ich die Charaktergeneratoren für verschiedene Systeme und so weiter, die habe ich nicht mit drin. Weil da geht es schon dazu, dass man zum Beispiel ein selbst ausfüllendes Excel-Sheet hat, um einen DSA-Charakter zu bauen oder was auch immer. Also so ein selbstrechnendes. Da gibt es eine Menge von verschiedenen Plattformen in verschiedensten Größen. Es kommt immer ein bisschen auf das System an. Dungeons & Dragons hat da sehr ausgefeilte Sachen. Aber auch bei Midgard gibt es ja dieses Abenteuermanagement und so weiter. Also da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Das klammern wir mal aus. Aber ja, wo wir jetzt einsteigen, ist bei den Audio-Tools. Da gibt es jetzt noch zwei Sachen, nein, eine Sache zu sagen, aber es sind zwei Dinge. Bei den Audio-Tools unterscheide ich und wahrscheinlich auch die meisten Musik und Ambiente. Musik ist wirklich klassische Kampfmusik, Tavernenmusik, was auch immer, was ihr sonst so kennt. Und diese Ambient oder Ambiente Sounds, das ist wirklich nur ein Rauschen im Wind, eine Glocke bimmelt in der Stadt, man hört eine Menschenmenge, also diese Hintergrundambiente Sounds. Denn das ist jetzt wichtig bei den Audio-Tools. Fangen wir vorne an, also das, was jetzt so für euch so direkt zu erreichen ist, ist einmal das tabletopaudio.com. Aha, es ist eine Homepage. Ja, es gibt verschiedenste Sachen, die hier über Homepage laufen. Eigentlich alle. Verlinke ich euch alle in den Kommentaren. Ich werde es in dem Video jetzt nicht mehr ansprechen. Ihr bekommt in der Infobox alle Links von mir aufgeschlüsselt. Also ne, braucht nicht überlegen, wo es das gibt. Wenn ich was anspreche, dann schreibe ich es auch in die Kommentare. Ja, Tabletop Audio, da habe ich euch auch ein kleines Video aufgenommen, um euch das zu demonstrieren. Das Schöne an Tabletop Audio ist,
Ihr habt einmal diese 10-minütigen Ambiente-Musikstücke, die ihr im Loop laufen könnt, also die sich immer wiederholen. Und die sind auch wirklich schön. Ihr habt eine Playlist-Funktion, in der ihr die verschiedene passend thematische 10-minütige Clips hintereinander laufen lassen könnt. Und ihr habt hier dieses coole Pad. Da geht ihr zum Beispiel hier auf ein Genre wie Wasteland und dann mischt ihr euch eure eigene Soundkulisse zusammen. Ja, das Zweite, was wahrscheinlich die meisten einfach nutzen, weil es wirklich am einfachsten ist, das ist YouTube. Hört sich einfach an, aber ich habe da noch einen kleinen Tipp für euch später. Schön ist halt bei YouTube, dass es kein Tool ist, dass man auch seinen Leuten sagen kann, wenn man zum Beispiel online spielt, ey, mach mal jetzt den und den Track an, ja, und schick dann den Link rüber und der kann dann das Video im Hintergrund laufen lassen, um zum Beispiel Ambiente-Sounds laufen zu lassen oder ähnliche Sachen. Das geht super easy. Allerdings geht es natürlich, oder es geht auch mit Watch Together, das ist ganz wichtig, da kann man viel schöne Sachen machen, also dass man wirklich sagt, alle Leute gehen in so einen Watch Together Raum rein, also man kann da zusammen gucken und der Spielleiter kann passend zur Szene Musik oder Ambiente andrücken, also er kann das Video starten und das wird bei allen, die dabei sind, zeitgleich abgespielt. Das kann man dann schön im Hintergrund irgendwo in einem Task liegen lassen und die Musik das Ambiente bekommen alle dann. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache. Also Watch Together in Verbindung mit YouTube, denn auf YouTube findet ihr ja eine unwahrscheinliche Fülle an Musiktracks. Egal, ob das jetzt nur produzierte sind, extra für Pen-and-Paper-Rollenspiele, ob das Originalmusikstücke sind, zum Beispiel aus den 1920er Jahren für Cthulhu, oder ob das Soundtracks von Spielen oder Filmen sind, die kann man einfach wunderbar laufen lassen und die gehen halt auch teilweise so begleitend stundenlang im Hintergrund und stören nicht. Der Skyrim-Soundtrack, Risen oder Gothic, der Soundtrack und solche Sachen, die kann man schön im Hintergrund laufen lassen, wenn man da eine spezielle Stimmung mit kreieren will. Und da empfehle ich euch den Kanal von von Michael Gelfi Studios. Der hat eine richtig schöne, große, breite Auswahl an stundenlangen Ambiente-Tracks, an Musik. Und das für Fantasy, da hat er über 900 Videos und er hat sogar einen Zweitkanal mit Sci-Fi. Der ist noch nicht so gut bestückt mit 75 Videos, aber oder Musikstücken, aber da ist auch schon eine Menge dabei. Und viele dieser Tracks, die nutze ich zum Beispiel auch in meinen Let's Plays als Hintergrund. Ne? Also immer mit Verlinkung, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Gefällt dir dieses Video? Dann teile es doch bitte auch YouTube mit, denn nur wenn du dieses Video likest oder einen Kommentar dazu schreibst, weiß YouTube, dass dir dieses Video gefällt und dass es auch anderen Leuten gefallen könnte und schlägt es auch nur dann anderen Leuten vor. Dementsprechend ist es super wichtig, dass du jedes Video, das dir gefällt, egal ob es bei mir ist oder bei anderen, likest und einen Kommentar da lässt. Selbst wenn du nur schreibst, hallo, danke für das Video. Ich freue mich auf deinen Kommentar. So, jetzt kommen wir noch zu einer Softwarelösung. Also wir haben jetzt online viel, jetzt haben wir noch eine Softwarelösung. Die habe ich zum Beispiel auch entdeckt und liebgewonnen, die heißt RPG Sounds. Die gibt es auf Steam, kann man sich kostenfrei herunterladen. Das Schöne dabei ist, das ist ähnlich wie bei Tabletop Audio und ihr könnt die Leute da, eure Spieler, in einen Audio Room einladen, wo ihr als Spielleiter dann die Sounds abmischt und die bekommen dann diese Sounds als Soundteppich in ihr System überspielt, ja, also ähnlich wie Watch Together, nur dass bei Watch Together, da ist man dann, ja, da muss man dann genau das wählen, was halt Musikstück ist und bei RPG Sounds könnt ihr euch das selbst zusammenklicken. Ich habe das auch mal kurz in einem Video für euch aufgenommen. Hey.
Ja, schön, wichtig ist noch zu sagen für mich, dass man auch wirklich eigene Sachen reinladen kann, also eigene Musikstücke und auch eigene Audio-Files und dass es kostenfrei ist, aber es gibt noch Pakete, die haben verschiedene Audio-Pakete für euch geschnürt. Diese Pakete sind das, was dann ein bisschen Geld kostet. Da kostet dann so ein Paket 3,99, was jetzt auch nicht sehr, sehr viel ist. Und dieses Tool ist eine coole Sache. Das werde ich jetzt auch demnächst mal im Detail austesten. Kommen wir jetzt zu den Würfeltools. Das geht relativ schnell. Wenn ihr mit eurem Handy oder mit eurem Browser Würfeltool eingebt oder Online-Würfel oder sonstige Dinge, dann werdet ihr sofort was finden. Das ist überhaupt kein Problem. Ein größeres Problem ist es, ein Tool zu finden auf Anhieb, das halt auch verschiedenste Würfel abbilden kann. Und da habe ich jetzt die Seite, die ich ganz gut finde. In Anführungszeichen. Gut, es gibt da noch eine Absprache. Die ist onlinewürfel.de. Denn ihr habt da einen zweiseitigen Würfel, also einen Münzwurf quasi, bis zu einem 120-seitigen Würfel. Es gibt außerdem aber auch noch Fudge, beziehungsweise heute Fate-Würfel, die ihr damit abbilden könnt. Und ihr könnt auch noch eure eigene Würfelaugenseite oder Seitenzahl eingeben. Was da ein bisschen negativ ist, es ist ein bisschen viel Werbung auf der Seite. Naja, das ist halt das Ding dahinter, ne? Auch mit dem Handy oder so, ist egal. Es funktioniert super, es funktioniert gut, aber es ist ein bisschen viel Werbung. So, kommen wir jetzt zum größten Teil. Das sind jetzt die virtuellen Spieltische. Da gibt es eine Menge. Ich hatte vor einem halben Jahr mal eine Recherche gemacht. Das sind, weiß ich nicht, 20, 30 verschiedene virtuelle Spieltische, die man da finden kann. Es gibt auf Steam auch noch eine Software, das ist zum Beispiel, das möchte ich jetzt hier nur nennen, aber da habe ich mich jetzt nicht so im Detail mit beschäftigt. Es gibt da ja so Brettspiel-Simulationstools oder auch so Dungeon-Tools und so weiter. Da gibt es eine Menge Softwareunterstützung. Da kenne ich mich nicht so gut aus, was es da jetzt im Detail gibt auf Steam, so dedizierte Programme für das Abbilden von vielleicht auch teilweise 3D-gestützten Settings. Ey, da könnt ihr mir gerne unter die Arme greifen, wenn ihr was kennt, Tools, so diesen, wie heißt das, Tabletop Generator oder Tabletop irgendwas, das ist sehr bekannt, da werden ja auch Brettspiele ohne Ende drüber gespielt und so weiter online. Schreibt es in die Kommentare, da bin ich nicht so ganz drin. Aber ich kann euch eigentlich nur meine drei All-Time-Favorites im Detail vorstellen, weil es gibt halt, für mich sind das, stehen diese drei so exemplarisch für drei verschiedene Stufen, was man mit diesem virtuellen Spieltisch abbilden kann. Die einsteigerfreundlichste Stufe, auch für Spielleiter, das ist Olber Rodeo. Ihr könnt da ganz einfach eure Karten, eure Sachen reinladen. Ihr habt ganz viele Tokens standardmäßig schon drin, die ihr wieder reinladen könnt, wenn ihr wollt. Aber ihr könnt auch Standard-Tokens nehmen, einen Token für einen Krieger und so weiter. Ihr könnt da so ein paar Seiten vorbereiten, das ist aber sehr rudimentär. Das ist so nach dem Motto, ich möchte heute, ich brauche eine Stadtkarte und ich brauche das. Und dann lade ich mir das vorher so ein bisschen rein. Und dann ist das ganz rudimentär, man kann ein bisschen drauf zeichnen, man kann die Figuren hin und her rücken. Ey, das ist super easy und funktioniert wunderbar. Ihr habt Würfel, ein Würfelkästchen mit drin. Leider werden diese Würfel nur als Textfeld angezeigt. Und nicht jetzt, also auf der Spielfläche könnt ihr nicht sehen, wenn jemand anders dieses Würfelkästchen benutzt. Also ihr seht nur eure eigenen Würfel und bei den anderen seht ihr halt nur die Zahl. Aber wir haben zum Beispiel dieses Olber Rodeo in dem Game of Thrones Rollenspiel benutzt, das es auf meinem Kanal gibt, also bei dem Let's Play. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Wichtig ist dabei, es gibt keine Video- oder Tonunterstützung. Also ihr könnt da keine Videotelefonie oder irgendwas machen. Das heißt, ihr müsst damit dann auf Discord oder sonst wo ausweichen. Dann die nächsthöhere Stufe in der Komplexität, das ist Roll20. Das benutze ich ja auch in meinen Let's Plays, also in allen Let's Plays. Außer jetzt in diesem Game of Thrones, weil da ist ein anderer Spielleiter, der hat das andere benutzt. Aber ich benutze Roll20 und damit sind auch viele, viele tolle Sachen möglich. Und es ist ein bisschen
aufwendiger als jetzt Old Bear Rodeo. Wichtig ist da, ihr habt Video und Audio mit im System drin. Es ist einsteigerfreundlich, relativ. Also man muss sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, muss man ja bei allem machen, aber auch bei Roll20 ist es relativ gut möglich. Ihr habt eine Menge Systeme und Charakterbögen schon im System hinterlegt. Nicht alle, aber ich würde mal sagen, 90% aller Spiele sind da schon drin, weil auch Fans das anlegen können. Zum Beispiel Midgard wurde ja auch vom Hajo Meier angelegt, der das Midgard-Forum betreut, also nicht vom Verlag oder so. Also man kann das da anlegen und hat dann den ganzen Charakterbogen da drin. Funktioniert wunderbar. Ihr könnt Presets von Abenteuern kaufen, also ihr könnt ganze Abenteuer da kaufen, Dungeons and Dragons oder was auch immer. Und dann bekommt ihr das Abenteuer und diese ganzen Grafiken, die Tokens, die dazu passen und so weiter, die Sounds, Musik und so, bekommt ihr dann unter Umständen auch alles in so einem Rundum-Paket geliefert. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, wichtig ist zu sagen bei Roll20, dass ihr monatliche Kosten habt. Also das kleine Paket kostet 5,99 Dollar. Aber es gibt auch ein Gratis-Paket. Alles, was ihr bei mir auf dem Kanal seht, ist mit dem Gratis-Paket gemacht. Ich habe da jetzt kein monatliches Abo abgeschlossen. Werde ich vielleicht mal machen. Das schaltet noch ein paar Möglichkeiten frei. Gerade um einfach nochmal ein schöneres Erlebnis zu bieten. Aber es ist mit dem Startpaket möglich. Da habt ihr halt nur 100 MB Speicherplatz. Ne? Und was am meisten Speicherplatz benötigt, das sind in der Regel die Musikstücke und die Karten. Und wenn ihr Karten braucht, Kartenmaterial, die Battlemaps, die man so da herunterlegen kann, da könnt ihr eine Menge bei Roll20 kaufen. Da gibt es auch so einen Shop dabei, da haben Leute Kartenpakete. Aber solche Kartenpakete gibt es auch in meinem Webshop www.dance-abenteuerwelt.de. Das sind Battlemaps oder Abenteuerpakete. Und wichtig ist, die Sachen, die ihr bei Roll20 kaufen könnt, die könnt ihr nur bei Roll20 benutzen. Also ihr könnt die nicht downloaden und dann irgendwie ausdrucken oder sonstige Dinge oder in Old Bear Rodeo benutzen. Mit meinen Paketen geht das. Ja, ihr bekommt die ganzen Paketen als Dateien. In der Regel sind die so von der Größe her, dass die optimiert sind fürs Online-Spielen. Das heißt, die sind von der Dateigröße klein, aber von der Auflösung groß. Die sind so groß in der Auflösung, dass ihr die ausdrucken könnt. Ja, darauf haben wir geachtet, als wir uns das überlegt haben. Ich habe eine ganze Westernstadt drin, bei dem die ganze Westernstadt, die könnt ihr Dächer drauflegen und nur wenn die Spieler da hingehen, könnt ihr das Dach dann abnehmen. Also das sind virtuelle Pakete. Ihr könnt aber auch die Westernstadt original, ihr könnt die Westernstadt ausdrucken für einen Heimgebrauch, nur für Privatgebrauch. Ihr könnt die Westernstadt ausdrucken auf ein Plakat oder sowas, könnt die Dächer ausdrucken, ausschneiden und könnt die dann da drauflegen und wenn die Spieler einen Saloon betreten, nimmt ihr den Saloon ab. Also, saugeil, ja, kann ich euch auch nur empfehlen und das verlinke ich euch, das spreche ich natürlich jetzt auch an, unter dem Video, die Westernstadt und meine Kartenpakete. Ey, das ist cool, weil, wie gesagt, wir haben darauf geachtet, dass da für jeden Spielleiter auch die richtigen Karten drin sind, die sind mit Liebe gemacht, es gibt Western, Fantasy, Sci-Fi Karten und die sind auch in verschiedensten Variationen immer drin, mit Grid, also mit Raster und ohne Raster, die sind Tag und Nacht, gibt es immer im Unterschied. Es gibt Regen oder klares Wetter, also da ist für jede Eventualität ist da die passende Karte dabei. Ja, wichtig ist, dass es bei Roll20, wenn ihr dann auch so ein Paket nutzt, also so ein Bezahlpaket, dann bekommt ihr noch weitere Dinge freigeschaltet, wie zum Beispiel die Sichtlinien, diese Möglichkeit, dass man Sichtlinien einfügen kann, also dass Hindernisse auch wirklich die Sicht blockieren. Man kann animierte GIFs und so weiter noch viel intensiver einbinden. In dem Let's Play von uns, der Fluch, auf meinem Kanal, da hat der Chris zum Beispiel Regen reingepackt. Das sieht auch sehr, sehr cool aus und unterstützt das Ambiente noch sehr schön. Und wichtig ist, dass es browserbasiert ist, da kann sich jeder einloggen, ohne dass er irgendwas installieren muss. Und
dass das Hosting von dem Spiel und von Audio und Video mit in Roll20 mit drin sind. Das heißt, ihr nutzt die Server von Roll20. Das wird jetzt bei dem nächsten Step noch interessant. Denn das Große, also eigentlich das Größte, was ihr euch anschaffen könnt, das ist Foundry. Der Unterschied von Foundry zu Roll20 ist, dass Foundry eine Einmalzahlung kostet und sehr, sehr umfangreich ist. Also ihr bezahlt nur einmal und habt dann diese Software. Das heißt aber auch, ihr könnt alles verändern und ihr müsst euch aber auch um alles kümmern. Das ist Vor- und Nachteilig. Ja? Ihr müsst also selbst das Hosting übernehmen. Das heißt, ihr müsst euer Rechner muss alles verarbeiten. Ihr braucht eine schnelle Internetleitung, ihr braucht eine stabile Internetleitung. Ihr müsst alle Updates selbst machen. Alle Aktualisierungen, Updates und so weiter. Also ihr müsst euch um den ganzen Kram kümmern. Ihr braucht viel Einarbeitung. Das ist also meiner Meinung nach was für Profis. Und selbst ich habe da im Moment keine Nerven dazu, obwohl die Möglichkeiten so geil sind. Vielleicht werde ich es irgendwann mal machen, aber im Moment ist mir das einfach zu viel. Aber es gibt da halt richtig krasse Modifikationsmöglichkeiten. Ihr könnt alles verändern. Ihr könnt Overlay-Effekte machen, sodass die Charaktere unter Bäumen durchlaufen. Die Charaktere verschwinden kurz und gehen wieder raus. Ihr könnt Soundeffekte direkt, wenn ein Charakter eine Tür öffnet, kann er da draufklicken, der Spieler, und dann gibt es einen Soundeffekt, wie die Tür aufklackt. Ihr habt einzelne Räume, dass wenn Figuren in einen Raum sich bewegen, hört ihr auf einmal ein Baby schreien oder solche Horrorsachen, und die anderen hören das noch nicht, die hören das erst, wenn die da reingehen. Also ihr könnt richtig viele krasse Sachen machen. Sichtlinien ist natürlich mit dabei und so weiter. Da verpacke ich, also zu Roll20 und zu Foundry habe ich euch auch so ein kurzes Infovideo auch in die Kommentare gepackt. Ja, okay. Ja, 21 Minuten, das war's schon an der Stelle. Wie gesagt, ne, ich habe euch jetzt nur mal einen kurzen Überblick gegeben, gerade bei den VTTs. Einfach, mittel, schwer, da gibt es noch eine Menge mehr, wenn ihr was habt, was ihr nutzt, wo ihr sagt, das ist viel geiler als Over Rodeo und es ist genauso einsteigerfreundlich, droppt da rein. Ich und andere werden es euch danken. Kommen wir jetzt zur nächsten Folge. Alle Kommentare, die ihr jetzt zu diesem Thema schreibt, was ich euch jetzt nenne, kommen auch in die nächste Folge mit rein. Und die nächste Folge ist die Nummer 25 und jetzt geht es um Charakterkonzepte. Also wir gehen jetzt wieder zurück von der Technik und von drumherum, sondern wir gehen jetzt in die Crunch-Time. Charakterkonzepte. Wichtig! Nicht Charaktergeschichte. Keine Charakterhintergründe, keine Charaktergeschichte. Das kommt in Folge 26, kann ich jetzt schon mal anteasern. 25 ist Charakterkonzepte. Und da habe ich euch ein bisschen was aufgeschrieben, dass ihr euch besser orientieren könnt, was ich damit meine. Wir fangen ganz basismäßig an. Wie sind Gruppen aufgebaut? Was braucht man für Klassen oder Fertigkeiten in der Gruppe? Es gibt ja auch viele Rollenspielsysteme, die haben keine Klassensysteme. Aber welche Fertigkeiten sind eher sinnvoll? Es gibt auch eine Menge Fertigkeiten, die sind eher weniger sinnvoll. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei Fantasy. Weil das unterscheidet sich auch von Setting zu Setting ganz extrem, welche Fertigkeiten wichtig oder unwichtig sind. Lasst uns mal bei Fantasy bleiben, um einfach da, weil da gibt dann sprechen wir auch alle vom Gleichen. Also welche Klassen sind eher für Einsteigergruppen wichtiger, welche unwichtiger, wenn es sowas gibt, welche Fertigkeiten sind wichtig oder welche sind unwichtig für eine Gruppe. Was sollte man bei Mischklassen beachten, beim Charakterkonzept? Oder welche Klassen sind einfacher oder schwieriger zu spielen für den Einstieg und auch warum? Das ist ganz wichtig, auch warum. Es gibt da eine Menge Sachen, die mir dazu einfallen. Und als letztes, als Anregung für euch, um da sich gedanklich reinzudenken, Völker. Welche Völker sind leicht und schwierig zu spielen? Gerade auch bei Fantasy. Bei Sci-Fi ist das auch ähnlich. Ja. Und Thema Kuschelorg. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder oder hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Eindruck geben, dass es eine Menge Zeug gibt, eine Menge Tools gibt,
von vielen, vielen Fans auch umsonst, nicht umsonst, sondern gratis gemacht, die mit viel Herzblut, viel Zeit und Arbeit in diese ganzen Tools und Projekte stecken und für euch das beste Online-Erlebnis rauszuholen, was es beim Pen & Paper gibt. Aber denkt dran, online ist nur halb so schön, wie am Tisch zu spielen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder oder hören uns. Bis zum nächsten Mal, euer Dan. Ciao, ciao.